bitch, I bet I could. Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking dro. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we go hard like that shit they hustle. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV ist Video und herzlich willkommen zu einer neuen Squad-Bilder von mir. Im Hintergrund seht ihr schon das Team, was ich euch heute vorstellen werde. Und ja, wie es der Name schon verrät, ist es ein 4-Ligen-Hybrid, sieht man natürlich jetzt auch schon. Und ja, ich glaube, das ist das erste Team, was aus 4 Ligen besteht, was ich euch vorstelle. Also ein seltenes Team, würde ich sagen, weil 4-Ligen-Hybrids sind immer sehr selten. Weil die recht schwer zu bauen sind. Und ja, ich wollte euch einfach mal so ein seltenes Team vorstellen. Nicht immer eins so mit Ibarbo oder immer solche Teams so aus Serie A und so. Das besteht jetzt aus 4 Top-Ligen. Die Bundesliga ist nicht dabei. War dafür die Barclays Premier League, die Liga BBVA, die Serie A und die Ligue 1. 3 Spieler von Paris Saint-Germain. Und im Tor haben wir wieder Sirigu. Der ist eigentlich bei fast jedem Squad-Bilder mit dabei, weil er einfach ein richtig geiler Torwart ist. Habe ich am 2.10. schon gekauft, hat bei mir 80 Spiele gemacht. Einfach ein überragender Torwart. Die Innenverteidigung ist auch sehr stark, hat ein hohes Tempo. Zu einem ist es Chiellini und zu einem ist es Barzagli. Chiellini 76 Tempo, glaube ich, und Barzagli 75 Tempo. Beide sehr starke Defensivwerte und beide sehr groß. Also eine Top-Innenverteidigung. Linker Verteidiger ist von Atletico Madrid. Der einzige Non-Rare-Spieler in unserem Team, nämlich Christian Ansaldi. Tempo reicht völlig aus da. 84 Tempo ist ein sehr guter für einen Linksverteidiger. Arbeitsraten, ja, Mitte wäre besser. Hochmitte ist leider immer ein bisschen zu offensiv. Aber das geht bei ihm eigentlich auch in Ordnung. Rechter Verteidiger ist von Paris Saint-Germain der zweite Spieler. Aus der Ligue 1 von Paris Saint-Germain, Aurier, der 83 Tempo, ein Tempo weniger als Ansaldi. Hoch Arbeitsraten, ja, mittelhoch wäre auch besser, also macht schon auch was mit nach vorne, aber ist halt auch hinten, also auch ein sehr starker Rechtsverteidiger. Den gibt es sogar in Form, aber der ist deutlich zu teuer, der kostet über 100.000 Münzen. Der Rechtsverteidiger mit Shadow kostet 4.600 Münzen, circa auf der PS4, PS3. Ja, gute Verteidigung, muss ich sagen. Hab mit dem Team schon 2 Spiele gemacht, 2 Spiele gewonnen. Also, ich kann das euch empfehlen, mal nachzubauen. Ist halt ein seltenes Team und das bockt eigentlich auch, mit dem Team zu spielen. Der erste ZM bzw. ZDM ist Hernandez. Ne, Hernandez nicht, Hernanes. Ohne D. Von Inter Mailand sehr stark Around-Wert, hat leider nur 63 Defense. Deswegen ist er ein bisschen offensiver als so ein ZDM. Aber der geht völlig in Ordnung, weil er halt auch die guten Arbeitsraten hat. Mitte, hat auch einen Bomben-Longshot, was eigentlich auch manchmal ziemlich gut ist. Also er arbeitet auch sehr stark mit nach hinten, was ein ZDM oder ZM auch machen soll. Der andere ZM, der zweite ZM ist Oscar von Chelsea. Sehr guter Offensivwert, 81 Tempo, 85 Dribbling, 80 Passen, 75 Schuss, 4 schöne Skills. 14.000 Münzen gekostet als ZM. Und ja, ein sehr starker Spielmacher, muss man dazu sagen. Fernandinho ist dazu einer, der halt mit nach vorne macht, aber auch sehr viel mit nach hinten. Also eher ein defensiver ZM, der halt auch mit nach hinten arbeiten soll. Oscar ist halt der Spielmacher, Fernandinho eher der ZM, der defensiver arbeiten soll mit Hernanes. Ja, Fernandinho, sehr starker Award-Werte, ist ein sehr geiler ZM, habe ihn auch schon seit den 28.11. hat 47 Spiele bei mir schon gemacht. Linker Mittelfeldspieler ist Griezmann, ebenfalls von Atletico Madrid, genauso wie Ansaldi, er braucht ja einen grünen Link, sonst kommt er ja nicht auf 9 Chemie. 2 Spiele, 2 Tore, gute Ausbeutung, 4 schöne Skills. Der hat mich richtig überrascht, ich denke mal, ja, ich war echt am Zweifeln, ob ich den halt mit einbauen soll. Habe ich einfach ausprobiert und er hat mich echt überrascht. Ein sehr guter linker Mittelfeldspieler, arbeitet auch öfters mal mit nach hinten, hat ein hohes Tempo und gutes Dribbling und sein linker Fuß ist auch sehr stark. Auf dem rechten Mittelfeld, auf der rechten Mittelfeldposition eher gesagt, haben wir Lukas mit unglaublichen 93 Tempo, 87 Dribbling, richtig schnell unterwegs. Hat wie Griezmann auch 4 Sterne, Skills, was auch meiner Meinung nach auch sehr gut ist, weil ich halt sehr viel mit den Skills arbeite auf den Flügeln.
Und da fehlt noch ein Spieler, der kommt aus der Barclays Premier League. Ein Franzose, nämlich Loïc Rémy von Chelsea. 90 Tempo, richtig schnell unterwegs. 1,84 groß, auch gut. Hat bei mir 10 Spiele, 4 Tore, eine Torvorlage gemacht. Auch sehr gute Ausbeutung. 80 Schuss, 90 Tempo, 74 Dribbling. Also, der Mann ist schon echt gut, gewinnt auch öfters auch mal Kopfballduelle. Hat ebenfalls wie die Mittelfeldspieler, die Außenmittelfeldspieler, 4 Sterne Skills. Unser Manager kommt aus der Barclays Premier League, den habe ich einfach mal dazu zugemacht, Pellegrini, weil, ja, den hatte ich halt im Verein, habe da nicht so viel, also habe da jetzt einen gekauft dafür, sind halt noch ein paar Barclays Premier League Spieler dabei. Und ja, dann war es das von diesem Squad-Bild am Ende, so, kommen noch ein paar Tore, ich habe mit denen gesagt, wie gesagt, 2 Spiele gemacht und das zweite Spiel ging richtig ab, da müssen wir auf das Endergebnis gucken. Also ein richtig krasses Spiel und ich kann euch das Team echt empfehlen, kostet auch nicht so viel, wir müssen im Titel beobachten, ich glaube irgendwie 50 bis 60.000 Münzen und dafür so ein seltenes Team, 4 Ligen Hybrid, also das bockt schon das Team und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich ziemlich drüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, also haut rein, macht es gut und ciao!